Hey Leute, ich bin's, eure Becky, und willkommen zurück auf meinem Kanal mit einem neuen Video. Erstmal vorab, das wird kein super mega gute Laune Video. Und um ehrlich zu sein, fällt mir das Videothema auch ein bisschen schwer, immer noch. Aber ich denke, es ist wichtig, über das Thema zu reden, und ich hoffe, dass ich den einen oder anderen damit wirklich erreichen kann und weiterhelfen kann, weil es mir in derselben Situation extrem weitergeholfen hätte. Und das Thema halt einfach zum Leben dazugehört. Bei den einen weniger tragisch, bei den anderen mega tragisch. Aber es gehört einfach zum Leben dazu. Und wie ihr wisst, bin ich normalerweise so eine gute Laune Person und ich lache viel und bei mir ist alles so bunt. Und es hat halt ehrlich gesagt auch ein paar Gründe, warum ich so bin. Und es gab ein paar Auslöser, die mich zu dieser Person gemacht haben, die ich jetzt bin. Und vorab, ich möchte mit der ganzen Story nicht mega viel Mitleid erregen oder sonst was. Ich tue das nicht deswegen, sondern ich möchte halt Menschen damit erreichen, einfach Kraft geben. Und viele von euch wollten gerne, dass ich mal über sowas Persönliches rede, über meine Vergangenheit rede. Als das passiert ist, musste ich da irgendwie alleine raus und da war niemand irgendwie da, über den ich mit das Thema hätte reden können, mit dem ich mich hätte austauschen können. Und da gibt es halt auch ein paar Dinge, mit denen ich vielleicht den einen oder anderen weiterhelfen kann. Jetzt aber vorab, bevor ich meine Story erzähle, möchte ich etwas zu dem Tod und Leben generell sagen. Ich finde, es ist halt so ein Thema, was in der Gesellschaft sehr totgeschwiegen wird. Keiner redet gern über das Thema Tod. Obwohl es eigentlich zum Leben dazugehört, weil alles hat einen Gegensatz. Zu Liebe gibt es Hass, zu dick gibt es dünn, zu dumm gibt es schlau, zu heiß gibt es kalt und. Ich könnte so weitermachen. Es gibt einfach zu alles und jedem quasi einen Gegensatz. Und so gibt es auch zum Leben den Tod. Er gehört halt einfach zum Leben dazu. Und man muss es akzeptieren. Um ehrlich zu sein, ja, es ist super schwer, es zu akzeptieren und es als etwas Positives zu sehen. Normalerweise verbindet jeder mit dem Tod etwas Negatives, weil man verliert eine Person, sie ist weg, sie ist nicht mehr da, man kann nicht mehr mit ihr reden, man kann sie nicht mehr sehen, man kann sie nicht mehr anfassen. Und das Schlimmste an dem Ganzen ist, es ist halt etwas Unbekanntes und Menschen haben von Natur aus Angst vor unbekannten Dingen. Wenn es nicht deren Gewohnheit entspricht und irgendwie, wenn Menschen nicht wissen, was es genau ist, was dann passiert, dann empfinden sie es gleich irgendwie als etwas Negatives und sie haben Angst davor und das verstehe ich auch und das ist total normal. Fangen wir mal mit dem ersten Punkt an, um es als etwas Positives zu sehen, und zwar, jedem wird es irgendwann mal passieren. Es ist garantiert, dass wir alle irgendwann mal sterben, früher oder später. Und ja, den einen passiert es früher, den anderen später. Aber das zeigt wieder, wir sollten unser Leben jetzt in dem Moment, gerade jetzt, leben und zu schätzen wissen. Weil atmet mal einfach jetzt tief ein und aus. Dieser Atemzug werdet ihr nicht nochmal wiederbekommen. Oder dass eure Familie gerade gesund ist. Schätzt solche Kleinigkeiten. Auch wenn ihr nicht irgendwie die reichsten Menschen seid auf der Welt. Seid einfach glücklich mit dem, was ihr habt. Und an erster Stelle ist es Gesundheit und euer Leben. Dass ihr auf der Welt seid, dass ihr leben dürft, dass ihr diese Bildung genießen dürft, hier zum Beispiel in Deutschland. Es gibt Menschen, denen geht es immer schlechter als euch. Was ich aber damit sagen möchte ist, lebt euer Leben so, als wäre es euer letzter Tag. Es ist wirklich so, seid dankbar dafür jeden Tag und versucht das Beste daraus zu machen. Versucht die beste Version von dir selbst zu sein. Es klingt so komisch und so wie aus dem Buch, aber es ist wirklich so. So viel aber jetzt dazu, kommen wir mal zu der Story, die mir passiert ist und worüber es mir halt immer noch schwer fällt zu reden. Und falls ich irgendwann mal ein bisschen weinen sollte oder so, dann tut es mir leid. Aber es könnte halt passieren, weil das ein sehr emotionales Thema ist. Und vor allem mit anderen darüber zu reden, fällt mir halt immer noch ein bisschen schwerer, als wenn ich für mich selber darüber nachdenke und für mich bin. Kennen wahrscheinlich viele von denjenigen, denen das auch mal passiert ist oder so. So viel Blabla. Auf jeden Fall habe ich einen älteren Bruder gehabt, dem ich sehr, 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 sehr nahe stand. Er war halt immer so ein mega Vorbild für mich. Er hat sehr gerne auf mich aufgepasst und ich weiß nicht, er hat gerne mit mir gespielt. Er hat mir Dinge im Leben beigebracht und mir einfach erzählt, wie man dies und das machen kann, wie man dies und das meistert. Und er war irgendwie so ein positiver Punkt in unserer Familie. Und er war halt immer irgendwas Besonderes. Also jeder kam mit ihm klar. Er war ein toller Mensch. Krieg dich ein.
alle konnten mit ihm sehr gut, also wir Geschwister unter uns, haben uns so oft gezankt und so oft gestritten, aber er war irgendwie so der positive Punkt halt einfach. Er kam in den Raum und plötzlich gab es keinen Streit mehr und alle konnten mit ihm. Also keiner hatte irgendwie jemals Streit mit ihm. Und während er zur Schule ging, stellte sich halt raus, er hat sehr viel Talent zu schreiben, er konnte sich sehr gut ausdrücken, er war überall beliebt irgendwie, er hatte sehr viele Freunde, mit denen er sich immer oft getroffen hat. Er war so ein richtig lebensfroher Mensch und mein Vater hat mir mal erzählt, lag der mal mit meinem Bruder, als er noch klein war, ich glaube, da war er nur 5 oder 6 oder so, im Garten auf dem Rasen und haben dann in den Himmel geguckt, abends an einem warmen Sommerabend. Und da sah er so einen Schwarm mit kleinen Mücken. Wahrscheinlich kennt ihr das ja. Und da sagte er so, guck mal, Papa, so viele kleine Vögel. Und da musste mein Vater schon lachen. Und er sagte, das Leben ist so wunderschön, er möchte niemals in den Himmel. Und ja, das ist halt die Story, die so mein Vater erzählt hat über ihn. Und ich fand das irgendwie sehr rührend. Und mein Vater auch, weil in dem Augenblick war er echt perplex. Und er wusste auch nicht, wie er darauf kommt. Aber das hat er halt immer in Verbindung gesetzt mit meinem Bruder. Deswegen sind halt auch kleine Vögel auf dem Grabstein von meinem Bruder. Auf jeden Fall war es halt so, dass mein Bruder sein Abitur gemacht hat und sehr gut abgeschlossen hat. Und er wollte halt erstmal Erfahrungen sammeln, halt einfach arbeiten gehen oder ins Ausland gehen. Und er hatte dann so eine Stelle bekommen in Irland und hat dann entschlossen, quasi nach Dublin zu ziehen und ja, nach Irland auszuwandern. Zurück zu den Wurzeln quasi, weil wir aus England kommen und so weiter. Und er hat halt entschlossen, nach Irland zu ziehen, was mein Vater halt nicht so toll fand, weil er halt wegziehen musste. Aber er hat ihn halt gehen lassen und seinen Weg gehen lassen. Und er hat sich halt immer mit Briefen gemeldet und immer angerufen, mindestens 1 bis 2 Mal die Woche, um mit meinem Vater vor allem zu reden. Auf jeden Fall war es halt so, dass er ein paar Monate da schon lebte und es dann zu einem tragischen Unfall kam. Mein Bruder hat immer wieder bei meinem Vater am Telefon geschwärmt von dem Meer und er liebte die Natur dort drüben. Viele von euch kennen wahrscheinlich Irland-Dokus oder sonst was. Die Natur ist halt mega schön dort und er hat halt immer bewundert, wie Leute dort schwimmen gehen können, selbst bei kalten Temperaturen. Und er sah darin so quasi seine Freiheit, so gleich nach der Schule, sah er halt mega Freiheit darin. Und eines Tages hat er halt mein Vater angerufen und gesagt, er möchte gerne für ein paar Tage abschalten und einfach so ans Wasser fahren und ein bisschen schwimmen gehen. Und mein Vater hat schon vorher gesagt, bitte lass das. Du bist nicht so ein mega guter Schwimmer und geh nur mit den Füßen rein, aber nicht weiter. Und er schien so, als würde er nicht so ganz darauf hören, als hätte er sich das schon fest in den Kopf gesetzt. Und da er schon volljährig war, konnte mein Vater halt nicht mehr großartig was dazu sagen. Es war seine Entscheidung, aber mein Vater hat ihn gewarnt und gesagt, er soll dann nicht großartig schwimmen gehen und sich Beispiele an irgendwelchen guten Schwimmern dort nehmen. Auf jeden Fall war es quasi das letzte Mal, dass mein Vater mit ihm gesprochen hat und ich auch. Ich habe noch am selben Tag mit ihm geredet und es kommt mir halt noch so vor, als sei es gestern gewesen. Und das Ganze ist jetzt schon 7 Jahre her. Auf jeden Fall war es halt so, dass mein Vater ihn versucht, am nächsten Tag anzurufen, aber es ging keiner ans Handy ran. Und ja, da fing mein Vater an, sich schon Sorgen zu machen und hat 1000 Mal versucht, ihn anzurufen, aber er hat ihn einfach nicht erreicht. Und ich sagte noch damals zu ihm, Papa, mach dir doch nicht so die Sorgen, er wird wahrscheinlich nur abschalten wollen und hat sein Handy ausgeschaltet, weil später ging dann einfach nur noch die Mailbox an. Und mein Vater meinte so, das kann nicht sein, er hat sich sonst immer gemeldet und er wollte sich auch melden. Ja, auf jeden Fall sind dann 2 Tage vergangen und mein Vater hatte nur noch die Mailbox am Telefon. Er hat sich nicht gemeldet. Und ja, ich kam von der Schule zurück und es klingelte an der Tür bei uns. Es stand ein Pastor da mit 2 Polizisten. Ich war halt noch in meinem Zimmer, habe mir dabei nichts gedacht, bis nur meinen Namen rufen hörte und ich weinen wahrnahm. Und dann bin ich nach unten gegangen und habe halt meinen Vater extrem weinen sehen. Und habe halt die verzweifelten Gesichter von dem Pastor und den 2 Polizisten gesehen, weil ich denke mal, so eine Nachricht zu überbringen ist hart. Und zwar haben sie gesagt, dass mein Bruder leider ertrunken ist. Mein Vater rüberfliegen muss, um ihn zu identifizieren.
Das ist jetzt echt hart. Sorry, wenn ich ein bisschen weine, aber es ist halt echt hart. Wenn ich an die Zeit zurückdenke, was passiert ist. Und sie haben halt erzählt, was passiert ist. Und zwar wurde um, keine Ahnung, 5 Uhr oder so, der leblose Körper treibend im Wasser von meinem Bruder gefunden. Er wurde dann mit einem Helikopter rausgezogen aus dem Wasser. Und es wurde halt bis 5.30 Uhr oder so Reanimationsversuche versucht, weil sein Herz noch am Schlagen war, leicht. Also man fühlte noch einen leichten Puls. Und man hat wirklich alles versucht in dem Krankenhaus und auch schon im Helikopter, das ganze Wasser aus seiner Lunge zu pumpen, aber es war halt zu spät. All die Versuche waren auf jeden Fall zwecklos und sein Herz hörte dann plötzlich auf zu schlagen. Man fand halt auch noch seine Sachen, die er da hatte, also seinen Rucksack, er hatte noch eine Teeflasche mit, da war noch der Tee warm und man fand sein Handy und pipapo. Die Sachen wurden dann nachher meinem Vater übergeben und ja. Es wurde halt gesagt, dass er dort gesehen wurde, er war dann an so einem See, was glaube ich ins Meer mündete und es gibt halt oft, hat mein Vater mir erklärt, Strömung und da kann es halt zu Kälteschocks kommen und so weiter, vor allem als unerfahrener Schwimmer und es stand doch eigentlich, dass man da, glaube ich, nicht baden sollte oder so. Polizei war da oder so eine Badeaufsicht oder so und die versuchten ihn halt schon zurückzurufen, auch die Leute dort, aber er hat nicht gehört und er ging halt anscheinend immer tiefer ins Wasser und ja. So kam es dann halt zu diesem tragischen Unfall, dass mein Bruder halt ertrunken ist und ich habe mir danach immer die Frage gestellt, wieso er sowas verdient hat und dass das echt ein Tod ist, den man niemandem wünscht, weil er so qualvoll ist. Ich fing daraufhin an zu googeln, wie man so stirbt, was nicht gut ist. So, ich rate euch davon ab, googelt bitte nicht nach sowas, es ist furchtbar. Es macht die ganze Situation noch schlimmer. Und ja, mein Vater ist halt versunken in Trauer, was ich nachvollziehen kann. Es war sein erstes Kind. Und also mein Vater hat immer alles für uns getan und liebt uns über alles. Und das merkt man auch. Man merkt halt einfach, er ist zusammengebrochen. Und ich fühlte mich, ehrlich gesagt, in der Situation auch ein bisschen alleine gelassen. Weil ich musste selber damit klarkommen. Und als dann die Überführung war, halt hier nach Deutschland, mein Bruder sollte hier in Deutschland beerdigt werden, damit man immer zum Friedhof gehen kann und so. Bis dann habe ich ehrlich gesagt nicht viel geweint. Ich habe das irgendwie verdrängt. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen als wahr. Ich meine, ich habe nur vor kurzem mit ihm geredet und ich habe ihn sonst immer gesehen. Und er hat mir ein Päckchen geschickt und ich habe ihm Briefe geschrieben, er hat mit mir Briefe geschrieben und jetzt soll das alles vorbei sein? Ich habe das nicht realisiert und wenn ich draußen rumlief, ich habe gedacht, ich sehe meinen Bruder. Ich habe in anderen Personen meinen Bruder gesehen. Und ein Jahr lang habe ich immer einen und denselben Traum gehabt. Ich habe immer geweint im Schlaf, hat mein Vater erzählt und ja, im Unterbewusstsein war mir halt klar, dass er einfach nicht mehr da ist. Auf jeden Fall, als dann die Beerdigung war und alle da waren, war das erste Mal, wo ich so richtig geweint habe. Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben so sehr geweint habe wie damals. Also es war echt hart und da habe ich erst so richtig realisiert, er ist nicht mehr da. Und da kam die ganze Trauer, die sich irgendwie gestaut hat bei mir raus, einfach auf einmal. Ich habe es halt einfach mit in den Jahren verdrängt, bis irgendwann bei mir so eine Downphase kam und ich halt einfach in Depressionen reingefallen bin. Auf jeden Fall mit der Zeit war es halt einfach so, dass ich das Gefühl hatte, dass einfach ein Puzzleteil in einem Puzzle fehlt und so niemals mehr das eine Bild zustande kommen kann. Dass ich irgendwo eine Verletzung habe, die einfach niemals heilen kann. Und ich habe es einfach nicht verstanden, warum die Welt sich weiterdreht, weil mein Bruder ist doch gestorben. Warum tut keiner was? Warum ändert sich nichts? Warum ist er jetzt weg? Diese Fragen habe ich mich wirklich tagtäglich danach gestellt. Auf jeden Fall litt ich extrem unter Verlustängste danach und es war echt schwer für mich, überhaupt da rauszukommen. Es war einfach nur noch schlimm und mein Vater wusste sogar auch nicht mehr weiter mit mir und irgendwann bin ich an einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, so geht das nicht mehr weiter.
Ich kann nicht mein Leben so wegschmeißen. Ich mache allen Menschen nur Sorgen und die haben Angst, mich zu verlieren. Und ich kann nicht die auch noch alleine lassen. Nur weil mein Bruder jetzt gestorben ist, das bin ich nicht. Das hätte mein Bruder nicht gewollt. Alle anderen Menschen, die mich lieben, auch nicht. Und da habe ich einfach nur gedacht, ich bin nicht diese Depression. Und so habe ich meinen Weg da rausgeschafft. Ich kann nicht einfach sagen, ich bring mich um zum Beispiel und lass einfach so jemanden in den Stich und enttäusche ihn und mach damit alles nur noch schlimmer. Nein. Sondern ich musste einfach lernen, weiterzuleben, das zu akzeptieren und zu lernen, dass der Tod dazugehört und nicht unbedingt was Negatives sein muss, weil ich glaube fest daran, dass mein Bruder an einem Ort ist, wo es ihm jetzt besser geht. Und wenn das vielleicht nicht passiert ist, vielleicht wäre was Schlimmeres passiert. Man weiß es nicht. Ich habe mir gedacht, vielleicht war er auf der Welt, um mir zu vermitteln, lebensfroh zu sein, so wie er, kreativ zu sein, mein Leben zu leben, so wie er, weil er hat beschlossen, nach Irland zu gehen, weil er wollte das, er wollte sich selbst verwirklichen, er hatte Bock da drauf, er hat's gemacht. Und ich denke mir, solange ich damit nicht irgendwie mein Leben riskiere bewusst, ist es okay und ich sollte daraus lernen halt einfach. Ich denke, es hat immer seine Gründe, wenn irgendwas passiert im Leben. Und vielleicht sollten wir so auf eine harte Art und Weise lernen, loszulassen. Er war für mich auf der Welt, um mir zu zeigen, dass ich mein Leben nicht einfach wegwerfen sollte, dass ich mein Leben leben sollte, dass ich was Positives daraus machen sollte, dass ich meinen Weg gehen soll. Und ich glaube, das war die Message, warum er auf der Welt war, um uns das zu zeigen. Ich habe zum Beispiel auch einen Hund verloren, den ich über alles geliebt habe, unseren Hund, der alles mitgemacht hat. Und ich war extrem traurig, aber ich habe darin die Liebe gesehen, die er uns gegeben hat. Er hat uns über alles geliebt. Wie kann ein Tier einen so sehr lieben? Das ist wahnsinnig. Und diese Liebe sollte man auch Menschen weitergeben oder anderen Tieren. Oder ja, seht darin das Positive einfach. Versucht darin das Positive zu sehen. Und seitdem bin ich halt so jemand, ich will ich selbst sein. Ich will wieder lachen können. Ich möchte happy sein können. Und es zu akzeptieren als Teil meines Lebens. Und dass er halt nicht komplett weg ist. Auch wenn es unfair ist und ich bis heute nicht verstehe, warum gerade ihm das passiert ist. Aber das fragen sich zig Leute, die einen nahen Angehörigen verlieren. Ich habe halt sehr, sehr viel geredet darüber und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Also wenn du irgendwann mal ein Elternteil oder ein Geschwisterteil oder sei es auch die Oma und Opa oder ein Haustier verloren hast, rede darüber und lass deine Emotionen raus. Weine ruhig. Das ist okay. Es ist vollkommen normal, ein Mensch, der danach nicht weint oder so, das ist nicht normal. Es ist normal zu weinen und es alles rauszulassen und nerv ruhig alle Leute damit, erzähl es denen ruhig, aber rede darüber. Zeit heilt alle Wunden und ich hätte das niemals gedacht, aber ich muss sagen, ich denke weniger an ihn. Ich rede weniger über ihn mittlerweile. Aber er ist halt immer noch da und ich werde ihn niemals komplett vergessen. Klar kommen manchmal so Fragen auf, was wäre, wenn er noch leben würde und hätte er jetzt vielleicht eine tolle Freundin gehabt und klar fragt man sich sowas und das gehört dann auch einfach dazu. Ich meine, das ist der Bruder, aber man sollte sich nicht so lange daran aufhalten. Aber ich muss sagen, dazu müsst ihr sehr, sehr stark sein. Also wenn ihr nicht so stark seid und sowas durchmachen müsst, sucht euch Hilfe. Es gibt Trauerbegleitung, es gibt Psychologen, die einem helfen. Und das klingt vielleicht für die einen oder anderen bescheuert, aber sonst behaltet das für euch, wenn ihr zum Beispiel zur Therapie geht oder so. Aber lasst euch helfen. Falls ihr selber sowas durchmachen musstet, dann tauscht euch gerne unten in den Kommentaren aus. Das fände ich halt einfach mega, wenn meine Community mir zeigt, dass ihr euch auch gegenseitig Kraft schenken könnt. Vielleicht schreibt ihr mal euren positiven Gedanken mal unten in die Kommentare, was ihr vielleicht Positives darin seht. Vielleicht wäre das mal eine ganz coole Idee, keine Ahnung. Macht das gerne, ihr könnt das gerne in den Kommentaren reinschreiben. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich den einen oder anderen halt damit helfen konnte. Auch wenn das vielleicht ein bisschen wirr ist. Macht bitte, bitte das Beste aus eurem Leben. Wisst es zu schätzen und sagt vielleicht einfach euren Eltern heute oder Geschwistern oder irgendjemanden, den ihr gerne habt, einfach, dass sie ihn liebt, weil jeder Tag könnte der letzte sein und am Ende bereut ihr das oder so. Also nutzt den Tag heute und ja, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns in meinem nächsten Video. Ich habe euch wirklich sehr doll lieb und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!